ist Freitagabend, Freunde, Frauen und der Tee. Wir fahren auf ne Fete in nem blauen BMW. Ich lehn mich zurück, bin entspannt, mit nem Bier in der Hand. Denn gleich sind wir im Partyland. Gedacht geschehen, schon bleiben wir stehen und sehen, wie ein paar Leute sich zu uns umdrehen. Ich steige also aus dem Wagen, hallo, wie geht's? Alles klar. Und zur Begrüßung wird eingeschlagen. Ist denn das zu glauben, mein bester Freund Tisch? Ich geh an ihm vorbei und begrüße sein Mädchen mit einem Kuss und dann rein in die Feier. Frei vom Techno-Geleier, weil ich bei diesem Geeier reier. Ich sehe Leute, die lachen, tanzen, singen. Geile Go-Go-Girls lassen ihre Hintern schwingen. Bis jemand ruft, was hier los? Ich wende meinen Blick ab von den Popos. Es gibt Trouble an der Tür, denn es gibt keine Feste. Keine Feste? Ohne ungeladene Gäste. Sie kommen hereingehinkt, da merke ich, dass es stinkt. Die Typen sind noch hässlicher als Michael Jackson ungeschminkt. Echt? Echt schrecklich. Und wenn das alles nur ein Traum ist, dann bitte, bitte weg mich. Sie schüttelt den Kopf und glaube nicht, was ich sage. Diese Spinner da sind Zombies. Ohne Frage, sie stürmen auf die Tanzfläche. Und zu rhythmischen Bässen kann man dann sehen, wie die Biester ein paar Gäste fressen. Weil die Gäste erschrecken. Ich muss mich verstecken in irgendwelchen Ecken. Was soll ich tun? Was mach ich nun? Das ist ein Splatter-Movie und kein Cartoon. Leicht verwirrt muss ich nachdenken. Mir kommt die Idee, die Zombies abzulenken. Also schnell zu den Turntables, wo ich hinschleiche. Sehe ein Mikrofon, das ich dann auch erreiche. Greife und ganz flott weg mit dem DJ und fort mit dem R&B-Schrott. Chris kommt heran mit den fetten Sachen, die wirklich jeden und auch Zombies glücklich machen. Dann wird gerappt, darauf kannst du wetten. Meine Reime fließen so wie Durchfall in Toiletten. Warum? Weil sie einfach nur geil klingen. Die Zombies bouncen, flippen, nicken und springen. Dieser Horrortrip ist fürs Erste beendet, weil Professor T seine Reime aussendet. Doch plötzlich entsetzen, als die Boxen fetzen, die Zombies mich ansehen und die Zähne wetzen. Flucht ist angesagt, weil die Masse tobt. Geschockt laufe ich schneller als Ben Johnson gedopt zum Ausgang und dann stell ich fest, er ist verrammelt. Und ich sehe, wie der Mob sich vor mir versammelt. Kampf werde ich nicht aufgeben. Ich balle die Fäuste, denn ich kämpfe um mein Leben. Denn ich schnaufe und laufe, raufe mich durch die Massen wie Mike Tyson durch die Schwergewichtsklassen. Ich kille Zombies wie Müll ein Müllschlucker. Daran kauen sie länger wie ein Orbit ohne Zucker. Kämpfe aus, auch überlegen wie Bud Spencer gegen 40 Kilogramm leichte Balletttänzer. Ich komme härter als Ice-T in OG oder Bruce Lee gegen die Brady Family. Ich mach sie platter als ein Bierdeckel. Nennt mich Mr. Hyde und ich Dr. Jekyll. Doch halt, Moment, bevor ich mich freue. Auf einen platten Zombie kommen 20 neue. Also nichts wie hier weg und um mich zu retten, betrete ich einen Raum und bin in den Toiletten. Suche einen Ausgang, um zu verschwinden. Sehe ein kleines Fenster, durch das könnte ich mich winden. Leider nein, es ist viel zu klein. Die Türe bricht auf und die Zombies stürmen rein. Jede Menge, oh Mann, oh Graus, so Schreck. Gleich treffe ich B.I.G. und Tupac. In dem Moment wach ich auf, schweißgebadet. Denn ein Horrorfilm vor dem Schlafengehen schadet. Schadet, schadet, schadet.